die wir heute feiern. Und preist den Herrn dafür. Jedes Jahr, wo man das tun kann und mindestens an einem Tag vom Jahr denken kann, dass Jesus Christus lebt, ist etwas Wunderbares. Es ist so, dass viele Kirchen heute Jesus Christus immer noch am Kreuz haben oder er hangt am Kreuz. Wir haben ein leeres Grab, weil Jesus Christus ist tatsächlich auferstanden. Und es gibt keine größere Freude wie die Tatsache, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und so, wir möchten ein nächstes Lied singen in Nummer 324. Lied Nummer 324. Wir haben in unserer Gemeinde, wir singen den Herrn Jesus Christus an. Wir loben und preisen ihn. Fels des Heils, geöffnet mir, birg mich ewiger Ort in dir, dass das Wasser und das Blut deiner Seite heilige Flut mir das Heil sein, das frei macht von der Sünde Schuld und Macht. Dem, was dein Gesetz spricht, an mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, hilft das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an, nackt und bloß, so klein mich durch, hilflos auch erwarm dich noch, und mein Herr, flieh ich zu dir, wasche mich, sonst sterb ich hier. Jetzt, da ich noch leb im Licht, wenn mein Auge im Tode bricht, wenn durchs finstere Tal ich geh, wenn ich vor dem Richter steh, Fels des Heils geöffnet mir, birg mich ewiger Ort in dir. Amen. Wunderbar. Der Herr Jesus Christus ist auferstanden. Gibt es irgendjemand, wo vielleicht ein Zeugnis hat davon, ein Zeugnis, dass Jesus Christus auferstanden ist diesen Tag? Und vielleicht vielleicht irgendjemand, wo sagt, preist den Herrn für irgendetwas, was passiert ist. Gibt es irgendjemand, wo etwas hat? Du hast gestern ein gutes Gespräch gehabt. Ja. Amen. Alexander und? Schreiber. Alexander Schreiber, wir beten für ihn. Okay. Ist er von hier in der Gegend? Okay. So wunderbar. Und wir beten für ihn. Preist den Herrn dafür. Unsere Gemeinde ist eine bibelgläubige Gemeinde. Wir sind Baptisten. Warum sind wir Baptisten? Wir sind Wiedertäufer. Wir haben nicht. Einige von uns sind schon getauft worden als kleines Baby in einer Kirche. Ich gehöre auch zu denjenigen. Und irgendwann hat man dann festgestellt, dass das alles nicht errettet. Aber Errettung kommt nur durch Glauben allein. Und so, wir sind bibelgläubig, wir glauben an Gottes Wort. Wir haben, für diejenigen, die es noch nicht wissen, wir haben einen YouTube-Kanal, einen kleinen, wo man kann viele Informationen bekommen. Es heißt Stimme des Gläubigen, da kann man gerne sich hingehen und das anschauen. Diese Predigt heute wird für jeden zugänglich sein. Wir werden sie auch im Nachgang nochmal können verschicken. Wir werden das aufnehmen, es ist schon im Aufnehmen. Wir hoffen, das Evangelium kann an viele Menschen herauskommen. Das ist, warum wir alles machen, was wir tun. Und das Evangelium der Gnade Gottes ist das Größte, was diese Welt je gesehen hat und erlebt hat. Und eigentlich ist es das Beste, was je passiert ist. Und so, es ist für mich jeden Tag speziell, dass ich sagen kann, ich bin ein Erretteter von neuem geborener Christ. Gleichzeitig ist es jedes Mal wunderbar zu sehen, dass einige wirklich
Menschen, Gott immer noch Menschen hinzufügt. Und ich freue mich für jeden Einzelnen, der heute dabei ist, auch online. Es gibt einige Menschen, so preist den Herrn dafür. Da möchte ich dem Herrn danken. Lass uns vielleicht noch ein Lied singen, und zwar 223. Ich bin gerade am Schauen, ob noch irgendjemand. Nein. Michael und Brigitte sind nicht mehr dabei. Brigitte, ich weiß nicht, ob Sie können vielleicht, ob man Ihnen nochmal kann schnell anrufen. Sagen Sie, müssen einfach wieder rein. Jemand von euch vielleicht. Wenn, die Nummer, wenn ihr die Nummer habt. Ich will von meinem Jesus singen, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem bitteren Kreuzesleiden, von seiner Blutskraft, die macht frei. Sing, von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem bitteren Kreuzes Leiden, von seinem bitteren Kreuzes Leiden, von der Blutskraft, die macht frei, ja, die macht frei. Ich will von meinen Wunden rühmen, wie er die Sünde selig macht. Er hat auch mir durch sein Besühnen himmlisches Licht und Heil gebracht. Sing von meinem Jesus, sing und sing von meinem Jesus. Von seiner Gnade, lieb und treu, von seiner Gnade, lieb und treu, von seinem bitteren Kreuzes Leiden, von seinem bitteren Kreuzes Leiden, von seiner Blutskraft, die macht Wunden, die macht frei. Den Heiland preisen, sein Regiment ist ohne Fehl. Er hilft den Seinen völlig siegen über die Sünde, Tod und Höhl. Sing von meinem Jesus, sing von meinem Jesus. Gnade, lieb und treu, von seiner Gnade, lieb und treu. Von seinem bitteren Kreuzes Leiden, von seinem bitteren Kreuzes Leiden, deine Blutskraft, die macht frei, ja, die macht frei. Ich will von meinem Heiland singen, von seiner Gottesliebe so frei. Er brachte mich vom Tod zum Leben, dass ich auf ewig bei ihm sei. Von meinem Jesus, von seiner Gnade, lieb und treu, von seiner Gnade, lieb und treu. Von seinem bitteren Kreuzes Leiden, von seinem bitteren Kreuzes Leiden, von seiner Blutskraft, die macht frei, ja, die macht frei. Amen. Amen. Wunderbar. Wunderbar. Wir haben Bibelstunde jeweils am Mittwoch, wenn jemand, ein Gast heute da ist, wo sagt, ich möchte gerne diese Bibel schon dabei sein, komm auf uns zu. Wir geben dir gerne einen Link dafür. Ich
Wir möchten heute das Wort Gottes auftun in Lukas Kapitel 24. In Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24, Vers 1. Jesus Christus, für diejenigen, die das vielleicht noch nicht wissen, Jesus Christus ist gestorben am Mittwoch, ist auferstanden am Sonntag vor 6 Uhr. Und wir haben heute diesen Tag, wo er auferstanden ist. Und unser Erlöser lebt tatsächlich. Wir haben heute viele, viele Glaubensrichtungen. Und oftmals, ich werde gefragt, warum oder was glaubst du anders als eine Kirche? Oder was glaubst du anders wie jemand, wo Atheist ist? Nun, heute glauben Menschen an Buddha. Sie glauben an den Papst. Sie glauben an sich selbst. Sie glauben an die Esoterik. Oder sie glauben an irgendetwas anderes. Viele Menschen suchen dadurch Frieden. Frieden für ihre Seele. Friede für ihre Gedanken. Vielleicht ist man heute hier und macht sich Gedanken über seine ewige Seele. Vielleicht sitzt man schon lange in dieser Gemeinde, aber ist sich nicht sicher, ob man überhaupt errettet ist. Die Bibel ist ein Geschichtsbuch. Und heute sind wir so voll geworden von Ausbildung, dass wir oftmals lieber auf Professoren hören, anstatt zu der Quelle aller Quellen. Und es ist Gottes Wort. Ich möchte, dass jeder Mensch heute sich einmal fragt, bin ich errettet? Habe ich einen Erlöser, der lebt? Heute nimmt man jeden einen Experten, der einfach, ich sage jetzt mal, sich als Experte herausgibt. Jeder Mensch heute muss verstehen, dass er ein Sünder ist. Es steht aber in der Lukas 24, Vers 1. Aber an dem Sabbate, einem sehr frühe, kamen sie zum Grabe und trugen die Spezerei, die sie bereitet hatten, und etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grabe. Es gab ein Grab, es gab einen Stein davor, aber der Stein, der große Stein, der das Grab versiegelte, war nicht vor dem Grab. Und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesu nicht. Jesus Christus ist also gar nicht mehr da. Nun ist er gestohlen worden. Man muss wissen, dass vor diesem Grab Soldaten waren, die bewachten das Grab. Man muss sich das einmal vorstellen. Das heißt, man konnte nicht einfach so in der Nacht dorthin schleichen, mal schnell einen großen Stein wegrollen und nachher sagen, ich habe den Leib gestohlen. Ist schon schwierig, nicht? Aber das ist, wie Menschen heute hinkommen, Römer Kapitel 3, Vers 10. Vielleicht man ist im Islam. Und das ist mir ein Anliegen. Der Menschheit zu erklären, dass am Ende des Tages jeder Mensch gestorben ist und nicht wieder auferstanden, außer Jesus Christus. Mohammed ist tot. Buddha ist tot. Jeder Papst bis jetzt ist gestorben. Das ist der Grund, warum man irgendwann zum Vatikan geht und wartet, bis ein weißes Räuchlein aufkommt, weil man einen neuen Papst wählen musste.
Und ich habe noch nie gewählt, dass ich einen neuen Erlöser bekomme. Mein Erlöser lebt. Und er lebt schon seit 2000 Jahren. Tatsache ist, ich brauche keinen Papst. Luther hatte recht, du brauchst keinen Papst. Die Bibel sagt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. In Römer 3, Vers 10 steht, wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer. Es ist egal, an wen man heute, morgen glaubt, an was man glaubt. Und selbst wenn du glaubst, dass Jesus Christus existiert hatte, jeder Mensch muss verstehen, er ist nicht gerecht. Wie wir sagten, Vers 12, sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig worden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Immer anhand von einem Maßstab von dem großen Gott. Wenn ich anhand von meinem Maßstab nehme, vielleicht, ich habe schon ein paar gute Dinge getan. Ihr Schlund ist ein offen Grab, mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Ottengift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit, ihre Füße sind eilen, Blut zu vergießen und so weiter und so fort. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Das ist doch das Problem. Die Bibel sagt in Vers 23, denn es ist hier kein Unterschied. Es gibt keinen Unterschied, ob du vom Westen kommst oder vom Osten, vom Norden oder vom Süden, vom welche Hautfarbe du hast. Jeder Mensch ist ein Sünder. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, den sie in Gott haben sollten. Heute Morgen haben wir Menschen, die vielleicht in der evangelischen Kirche groß geworden sind und denken, dadurch sind sie errettet. Du bist nicht errettet, weil du in einer Kirche groß geworden bist. Du bist nicht errettet, weil du schlimm gelebt hast bisher oder weil du gut gelebt hast. Und haben ohne Verdienst und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, so durch Christum Jesum geschehen ist. Man wird ohne Verdienst. Es hat nichts zu tun mit den Werken. Wenn du den wahren Gott ablehnst, lehnst du alles ab, was diese Welt überhaupt je ausgemacht hat. Jedes Naturgesetz, jede Logik, alles führt zurück auf den einen wahren Gott. Jeder Gründer, jeder Guru, jeder Heiler ist gestorben oder er wird noch sterben. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, denn der Tod ist der Sünde Sold. Aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesu, unserem Herrn. Jeder Mensch wird früher oder später sterben. Ihr. Ich bin kein Erlöser. Also was ich mache, ist, ich probiere, das zu predigen, was Gott gezagt hat in seinem Wort. Punkt. Jede religiöse Organisation ist in sich drin fehlerhaft, indem sie probiert, dir zu sagen, du musst was tun, um errettet zu werden. Das Grab ist leer und es ist leer, weil Jesus Christus, der wahre Gründer von dem wahren Glauben, von meinem Glauben, derjenige ist, der lebt. Hebräer 9. Dieser Tag ist nicht nur ein Tag, wo wir uns frohe Ostern wünschen können. Ich glaube, es ist eigentlich einer der höchsten Tage für einen von neuem geborenen Christ, weil er lebt bzw. er betet einen lebendigen Erlöser an. Wir beten nicht einander an. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 11, Christus aber ist kommen, dass er sei ein Hohepriester
der zukünftigen Güter durch eine größere und vollkommenere Hütte, die nicht mit der Hand gemacht ist. Das ist, die nicht ausgebaut ist. Auch nicht durch der Böcke oder Kälberblut, sondern er ist durch sein Eigenblut einmal in das Heilige eingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Die Bibel sagt in Vers 16, denn wo ein Testament ist, da muss der Tod geschehen, des, der das Testament machte. Denn ein Testament wird fest durch den Tod. Die Tora, das Alte Testament, wurde festgemacht durch den Tod von Jesus Christus. Der Tod von Jesus Christus hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr unter dem alten Bund leben müssen. Denn ein Testament wird fest durch den Tod, sondern anders hat es noch nicht Macht, wenn der noch lebe, der es gemacht hat. Daher auch das erste nicht ohne Blut gestiftet war. In Vers 27 steht vom gleichen Kapitel, und wie den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Jeder Mensch wird einmal sterben. Und jeder Mensch wird vor ein Gericht kommen. Jeder. Und die Frage ist, hast du den lebendigen Erlöser aufgenommen ohne Werke? Es geht nicht darum, ob du heute in einer Baptistengemeinde gekommen bist und dort das Wort hörst oder ob du woanders gehst nächste Woche. Es geht nicht darum, in einer Versammlung dabei zu sein. Es geht darum, was machst du mit diesem lebendigen Retter, Jesus Christus. Es geht darum, dass man als von neuem geborener Christ wieder einmal denkt, was Jesus Christus für dich getan hat. Ich möchte dir Neuigkeiten geben, das ist keine One-Man-Show. Außerhalb von Jesus Christus. Wir alle beten den gleichen Retter an. Jesus Christus. Lass uns nochmal beten. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, gib mir die Weisheit, dein Wort zu bringen. Hilf mir, das Wort so zu bringen, dass es zu deiner Ehre ist. Ich bitte dich, gib mir Kraft erfülle mich mit deinem Geist. Hilf jedem Einzelnen wirklich zu merken, was du getan hast. Und gib jedem die Kraft und die Weisheit, wirklich etwas damit zu tun. Und Vater, wir bitten das alles in deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Sagt in Vers 27. Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Ich möchte sagen, dass jeder verstehen muss, dass Jesus Christus in die Hölle ging für deine Sünden. Jesus Christus wurde nicht nur ans Kreuz genagelt, weil er keine andere Möglichkeit hatte. Er ließ sich ans Kreuz nageln und er ging in die Hölle hinein, um die Schuld, die jeder Mensch gegenüber Gott hat, zu bezahlen. Die Frage ist, nimmst du dieses Ding an oder nicht? In Lukas Kapitel 24, wenn wir dahin zurückgehen, Lukas Kapitel 24, die Bibel sagt, und er sprach in Vers 7, des Menschen Sohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuziget werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder vom Grabe und verkündigten das alles den Elfen und
den anderen allen. Des Menschen Sohn wurde gekreuzigt für deine Sünden. Er ist nicht nur ans Kreuz gegangen, damit wir 2000 Jahre später Ostern feiern können. Wir haben heute einen Feiertag und für die meisten, sie können am Freitag frei haben und am Montag. Oder? Man freut sich über einen Feiertag. Und vielleicht gibt es Menschen, die anstoßen heute und sagen, preis Gott, dass ich darf 2 Tage mehr frei haben. Aber es geht nicht darum. Es geht nicht darum. Wenn ich Menschen anschaue und ich sehe, wie Menschen vor mir vorübergehen, ich überlege mir immer, wie konnte es so weit kommen, dass man diesen Erlöser nicht mehr ernst nimmt. Wie kann es heute so weit kommen, dass wir lieber über die wahnsinnigsten Dinge reden, nur nicht über das, was einmal vor 2000 Jahren geschehen war? Wie kann es so weit kommen, dass von neugeborene Christen nicht mehr möchten über die größte Geschichte aller Zeiten sprechen? Kann es sein, dass wir vielleicht vergessen haben, dass wir Sünder sind? Kann es sein, dass wir vergessen haben, dass wir auch Schlechtes tun? Hiob war einer der gerechtesten Menschen auf dieser Erde. Und wenn wir zu Hiob Kapitel 42 gehen, und vielleicht heute Morgen ist jemand unter uns, der hat keine Bibel. Mach dir keine Sorgen, ich lese es vor. Ich bin bibelgläubig und ich möchte schauen, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt in Hiob 42, Vers 1, und Hiob antwortete dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und kein Gedanke ist dir verborgen. Es ist ein unbesonnener Mann, der seinen Rat meinen zu verbergen. Darum bekenne ich, dass ich habe unweislich geredet, das mir zu hoch ist und nicht verstehe. So erhöre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, lehre mich. Ich habe dich mit den Ohren gehört und mein Auge sieht dich auch nun. Darum schuldige ich mich und tue Buße in Staub und Asche. Dieser Mann war selbstgerecht, aber dieser Mann sah ein, dass er ein Sünder ist. Dass er selbstgerecht ist. Wenn du heute hier bist unter uns und diese Botschaft hörst, das Erste, was du verstehen musst, irgendwann ist, du bist nicht gerecht. Du bist nicht vollkommen rein. Du hast Flecken auf deinem weißen Hemd. Warum stirbt der Mensch? Römer 5. Warum? Ist es, damit eine bessere Rasse kommen soll? Nein. Tod bringt Leid, nicht wahr? Unsere Geschichte von Jesus Christus fängt an mit Leid. Mit einem Tod, am Kreuz genagelt, mit denjenigen, die wirklich schuldig waren. Römer 5, Vers 12 sagt der Halben, wie durch einen Menschen die Sünde ist kommen in die Welt und der Tod durch die Sünde und ist also der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, die weil sie alle gesündigt haben.
Die Sünde war in der Welt bis auf das Gesetz. Wo aber kein Gesetz ist, da achtet man der Sünde nicht. Sondern der Tod herrschte von Adam an bis auf Mose. Auch über die, die nicht gesündigt haben, mit gleicher Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild des, der zukünftig war. Lass mich dir sagen, wir haben alle gesündigt. Und das ist ultimativ der Grund, warum unser Körper irgendwann kaputt ist, irreparabel, und er stirbt. Jesus Christus ist gestorben. Plato erfand den Satz, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wenn das so ist, warum stirbt er dann? Wenn das Maß aller Dinge stirbt und nicht mehr da ist, ist er nicht das Maß aller Dinge. Denn der Tod ist der Sünde Sold. Jesus Christus ist nicht gestorben, weil wir alle so gut sind. Jesus Christus ist nicht gestorben, weil wir alle irgendwie, als wir von neuem geboren wurden, plötzlich perfekt sind. Jeder, der in dieser Gemeinde ist, sollte der Erste sein, der sagt, jawohl, es ist durch Jesus Christus. In der Bibel steht in 1. Korinther 15, Vers 3, denn ich habe euch zuvörderst gegeben, welches ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei. Und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Diese Botschaft ist seit 2000 Jahren wahr. Es gibt kein Mensch, keine Religion, kein Guru, kein esoterischer Verein, der nur ansatzweise eine Lösung gibt für das größte Problem aller Probleme. Und das ist, dass der Mensch stirbt. Eigentlich, man kann sagen, dass Jesus Christus dort war. Und Jesus Christus lag auf dem Kreuz. Und ich wäre dort gewesen. Und ich wäre ein römischer Soldat gewesen. Ich hätte seine Hand genommen. Und ich hätte die Nägel genommen und ich hätte ihn in den Nagel reingeschlagen. Mit jedem Schlag ist es geschehen für deine Sünden. Es ist nicht passiert, weil Jesus Christus selber ein Sünder war. Er ist gestorben für Sünde. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 28, Hebräer Kapitel 9, Vers 28, also ist Christus einmal geopfert, nicht jeden Sonntag. Wenn du in eine Kirche gehst, wo Jesus Christus geopfert wird am Sonntag, dann bist du nicht in einer bibelgläubigen Gemeinde. Jesus Christus ist nicht das Brot oder die Oblade oder was auch immer man isst. Jesus Christus ist einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Du sagst, warum nicht alle? Weil nicht jeder will es. Jesus Christus nimmt nur die Sünden weg, die ihr Vertrauen ihm geben. Die sagen, er ist genug und sein Opfer und nicht, ich muss noch etwas hinzufügen. Zum anderen Mal wird er ohne Sünden erscheinen, denen,
die auf ihn warten zur Seligkeit. Denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Alle Jahre musste man opfern, immer einerlei Opfer, und kann nicht wieder opfern, vollkommen machen. Jedes Opfer auf dieser Welt ist nicht genügend. Das einzige Opfer, das einmal gebracht wurde und das genügend ist, ist das Blut und das Opfer von Jesus Christus. Die Bibel sagt in Vers 4, denn es ist unmöglich, durch Ochsen- und Bocksblut Sünden wegzunehmen. Es ist unmöglich, selbst wenn man einen Menschen, wenn du dich selber wie die Filipinos kreuzigst und leidest und dich schlägst, es wird dir nicht die Sünden wegnehmen. Das ist der Grund, warum die Menschen überall hinlaufen und irgendwie Vergebung suchen und sie niemals finden, weil sie es auf ihren eigenen Weg tun möchten. Deine Sünde klebt an dir, wenn du in die Kirche rennst. Deine Sünde klebt an dir, wenn du ständig denkst, wenn du Armen hilfst, ist deine Sünde weg. Oder wenn du zu einem Märtyrer wirst in deinem Wahn. Apostelgeschichte 2, Vers 27, noch einmal. Jesus Christus ist nicht nur gestorben für deine Sünden, er wurde begraben und er ging direkt in die Hölle. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 27, denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Und er sagt in Vers 31, und hat zuvor er gesehen und geredet von der Auferstehung Christi, dass seine Seele nicht in der Hölle gelassen ist und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Was ist passiert mit Jesus? Er ging ins Grab. Wenn du schon einmal vor einem Grab warst, die Menschen kommen vor das Grab und sie denken an die Person, die sie vielleicht begraben haben, aber sie ist nicht mehr da. Nur der Leib von Jesus Christus hing in diesem Grab. Aber weißt du, was nicht im Grab war? Seine Seele, die war in der Hölle. Was ist passiert mit Mohammed? Was ist passiert mit den Päpsten? Was ist passiert mit Buddha? Warum wissen wir das nicht? Wo ist Mohammed heute? Ein Mensch kann nur darüber spekulieren. Wo ist Papst Johannes Paul II? Wir können nur spekulieren. Oder ist jemand von den Toten zurückgekommen und gesagt, ich habe Papst Johannes Paul II. Gesehen? Ich finde es fantastisch, wenn Menschen an einem Begräbnis sagen, heute geht es ihm gut. Woher weißt du das? Ich frage mich schon. Epheser 4, Vers 8. Epheser Kapitel 4, Vers 8. Die Bibel sagt, darum spricht er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was ist denn, dass er zuvor ist hinuntergefahren in die untersten Örter der Erde? Der hinuntergefahren ist, das ist derselbige, der aufgefahren ist über alle Himmel, auf das er alles erfüllte. Jesus Christus ist zuerst in die untersten Örter der Hölle gefahren. Er nahm die Sünde und besiegte sie. Meine Sünden sind bezahlt. Ich habe durch Christus
gesiegt. 1. Korinther 15, Vers 55 steht geschrieben, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Es gibt keinen Sieg von Tod und Hölle, weil Jesus sie besiegt hat. Das ist der große Unterschied. Und deswegen bete ich keinen Menschen an. Weil er nicht sagen kann, ich habe Tod und Hölle besiegt. Offenbarung 1, Vers 18. Einige vielleicht sagen, ich bin schon von neuem geboren, was soll ich daraus ziehen? Und ich sage dir, was du daraus ziehen kannst. Du bist nicht so gut, wie du denkst. Es ist Jesus Christus, der dir alles gegeben hat. Die Bibel sagt in Vers 18, der letzte Teil von Vers 17, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Das wissen wir, ist Jesus Christus. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Die Bibel sagt in Offenbarung 20, Vers 15, und so jemand nicht ward gefunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Es ist jeder Mensch heute seine Entscheidung, ob er will in den Himmel kommen oder in die Hölle gehen. Aber ein Mensch geht in die Hölle, weil er in seiner eigenen Gerechtigkeit stirbt. Wenn ich nämlich denjenigen nehme, der den Preis bezahlt hat, ihm vertraue, mein Vertrauen in ihn stelle, ich bin vollkommen gerecht. Alles, was Jesus Gott sieht, ist die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Lukas 24. Lukas Kapitel 24, Vers 11. Die Menschen sagten damals, als Maria und andere kamen und erklärten, dass Jesus Christus wieder auferstanden ist, und sie sagten, und es deuchten sie ihre Worte eben, als wären es Märlein. Oder? In der neuen heutiges Deutsch, Märchen. Und wir denken heute, wir sind wirklich viel klüger als die Menschen damals. Was der Mensch nicht fassen kann oder nicht aufnehmen will, verurteilt er als Märchen und verdammt dadurch sich selbst. Und glaubten ihnen nicht. Petrus aber stund auf und lief zum Grabe. Und du sagst, Petrus hatte diese Möglichkeit. Ich habe sie nicht. Doch, hast du. Steh auf und lauf zur Bibel. Kommt zu 1. Korinther Kapitel 15. Die Bibel sagt, in Vers 5, Vers 4, und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift, und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr, den 500 Brüdern auf einmal. Über 500 Menschen haben Jesus Christus gesehen. Und es ist die größte Verschwörung zu behaupten, dass alle Menschen nur alles ausgedacht hatten, was sie geschrieben haben.
Und lasst mich euch erklären, für jeden Menschen, der nicht mehr glaubt, den Medien und alternative Medien sucht, für eine Verschwörung muss immer jeder mitspielen. Deswegen wird eine Verschwörung nie funktionieren. Weil es gibt immer Menschen, die reden. Das ist eine Geschichte, die passierte. Und er ist auferstanden. Es ist eine wissenschaftliche Tatsache. Lukas, ein wissenschaftlicher Arzt. Verstand, er ist auferstanden. Man hatte ihm in die Seite gestochen am Kreuz. Und es kam Blut und Wasser heraus. Ich weiß jetzt, dass wenn Blut und Wasser herauskommt, dass jemand tot ist. Aber das kommt dann raus, wenn die Seele weg ist. Er wurde für tot erklärt, wissenschaftlich. Und er wurde wissenschaftlich für lebendig erklärt. Das ist Wissenschaft, meine Damen und Herren. Vers 55 von dem gleichen Kapitel sagt, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gegeben hat durch unseren Herrn Jesus Christus. Du kannst den Sieg haben, wenn du ihn aufnimmst, wenn du erkennst, dass du ein Sünder bist, der seine Gerechtigkeit braucht. Römer Kapitel 5, Vers 15. Die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 5, Vers 15, aber nicht hält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde, denn so an eine Sünde viel gestorben sind, so ist viel mehr Gottes Gnade und Gabe vielen reichlich widerfahren durch Jesus Christ, der einige Menschen Gnaden war. Was du hier gerade liest, ist, dass durch die Sünde jeder Mensch stirbt, aber dass durch Gottes Gnade und Gabe von Jesus Christus jede Seele ewiges Leben bekommen kann. Und nicht ist die Gabe allein über deine Sünde, wie durch des einigen Sünders einige Sünde alles verderben, denn das Urteil ist gekommen aus einer Sünde zur Verdammnis. Die Gabe aber hilft auch aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist, um was es geht. Und gerecht bedeutet, das ganze Gesetz gehalten. Gerecht bedeutet, dass man nichts dazu tun muss, also dazu sagen muss, jeder Mensch hat das nicht gemacht, außer Jesus Christus. Denn so um des einigen Sünde willen der Tod geherrscht hat durch den einen, viel mehr werden die so da empfangen, die Fülle der Gnade und der Gabe zur Gerechtigkeit herrschen im Leben durch einen Jesus Christus. Wie nun durch eine Sünde die Verdammnis über alle Menschen kommen ist, jeder Mensch bekommt Verdammnis. Also ist auch durch eines Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen kommen. Denn gleich wie durch eines Menschen ungehorsam viel Sünder worden sind, alle sind Sünder, also auch durch eines Gehorsam werden viel Gerechte. Du kannst gerecht werden, wenn du Jesus Christus aufnimmst, heute. Er lebt. Jesus lebt. Jesus lebt. Halleluja. Jesus lebt. Der Teufel probierte, den Herrn Jesus Christus zu behalten. Deswegen singen wir Tod.
Tod kann nicht halten dich. Jesus, mein Heiland, der alle Riegel bricht, Jesus, mein Herr. Jesus ist Sieger und lebt, triumphierend sich der Herr erhebt. Ja, er lebt und sieger über Tod und Hölle. Ewig wird er herrschen, Gott Immanuel. Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Amen. Er lebt. Und vor 31 Jahren habe ich gewusst, ich bin ein Sünder. Und es gibt nichts, das mich errettet. Meine Eltern können mich nicht erretten. Meine Eltern können mich erziehen. Meine Eltern können mich vorbereiten für das Leben, das ich bewerkstelligen soll. Aber meine Eltern können mich nicht retten vor dem ewigen Tod, was man nennt die Hölle. Und ich habe verstanden, dass Jesus Christus es tun kann. Ich habe verstanden in Galater Kapitel 3, Vers 13, als er sagte, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns, denn es steht geschrieben, verflucht sei jeder Mann, der am Holz hängt. Niemand kann dir diese Entscheidung heute Morgen abnehmen. Ich habe sie getroffen und ich kann euch sagen, ich habe es nie bereut. Ich habe diese Entscheidung aus freiem Willen getragen, weil ich wusste, es gibt nichts, aber wirklich nichts auf dieser Welt, was mir vor dieser ewigen Verdammnis retten kann. Du kannst deinen eigenen Weg gehen und ungerecht bleiben und eigentlich auf der Verliererstraße. Du kannst immer alles als Märchen abtun oder du kannst wie Petrus sagen, ich will sehen. Ich will sehen, was er gemacht hat. Die Bibel sagt, denn das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben hat gegeben. Und solches Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es gibt keine Alternative. Jede einzelne Idee, jede einzelne Religion, auch Evolution ist eine Religion, sagt immer dasselbe. Du musst etwas tun. Die Bibel sagt, Jesus Christus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das hat Jesus Christus gesagt. Irgendwann musst du entscheiden. Warum nicht heute? Warum nicht heute Jesus Christus aufnehmen? Warum nicht heute entscheiden, ich bin ein Sünder? Was macht mich von Sünden rein? Nur das Blut des Lammes, Jesu. O, mag für mich Heilung sein? Nur im Blut des Lammes, Jesu. O, köstlich ist die Flut. Macht allen Scharen gut. Alles macht er gut, wenn du ihn aufnimmst. Und um das geht's.
Es geht nicht, dass du ein besseres Gefühl hast. Es geht nicht darum, dass du alle Probleme weg hast. Es geht darum, dass du das größte Problem der Probleme, das Problem der Probleme weg hast. Und das ist die Ewigkeit verbringen in der Hölle wegen Unglauben, weil man Jesus Christus abgelehnt hat. Und darüber geht es heute. Jesus Christus lebt und er ist auferstanden. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir durften heute dein Wort hören. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne etwas nimmt aus dieser Predigt. Jeder, der es hört später, dass er es nimmt und darüber nachdenkt, über seine eigene Seele und darüber nachdenkt, was mit ihm passiert, wenn er einmal stirbt. Hilf jedem zu erkennen, dass nur du retten kannst. Vater, danke dir, dass dein Sohn mich errettet hat vor 31 Jahren und dass ich heute hier stehen darf und deine große Botschaft verkündigen kann. Vater, segne du jeden Einzelnen, der das gehört hat und komm bald, erlöse uns von dieser Erde und hol uns heim. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.